Wenn Rapunzel plötzlich nicht mehr ihre Haare kämmen kann, hat Rapunzel natürlich ein Problem. Dann könnte ich als Elternteil daneben stehen: Mensch, Kind, jetzt kämm doch mal, jetzt mach doch mal, du hast so viele Haare und die Knötchen werden mehr und sonst müssen wir sie abschneiden. Rein bildlich gesprochen. Wer kennt das nicht, dass wir den Kindern sagen: Hey, jetzt mach doch mal, jetzt lern doch mal, jetzt stell dich nicht so an, so schlimm ist es doch nicht, das musst du doch hinkriegen. Aber wisst ihr was, das ist leichter gesagt als getan, weil wenn wir ein emotionales Problem haben, in eine Blockade rutschen, in einen Zustand rutschen, der verhindert, dass wir vielleicht unser Potenzial wirklich abrufen können, dann können sie rational reden und erzählen, so viel sie wollen. Das bringt überhaupt nichts. Ich meine, erinnern Sie sich mal, wo Sie selber vielleicht Kind waren, es gab immer vielleicht so ein Fach, das mir nicht besonders gut gelegen ist oder einen Lehrer, den ich nicht mochte und da half alles Zureden nicht, dieses komische Gefühl war trotzdem da. Und wenn das Gefühl da ist, das kann ich rational nicht lösen, dann muss ich das anders lösen und da brauche ich vielleicht eine kleine Anleitung dazu, wie ich so eine Blockade im limbischen System im Gehirn, wo Blockaden entstehen, auflösen kann. Und das ist mehr als Reden über Lösungen. Das ist direkt Lösungen zeigen und anwenden. Und wissen Sie was? Wenn man weiß, wie es geht, dann kann es sein, dass in 5, 6, 7 Minuten so ein Englischgefühl, so ein negatives, plötzlich verschwunden ist. Und wenn Sie das interessiert und sagen, ich möchte das auch lernen, ich möchte das Kindern zeigen, Jugendlichen zeigen, wie sie aus blockierenden Emotionen rauskommen, dass Rapunzel plötzlich sagt, naja, auch wenn ich so lange Haare habe, ich kämme mal trotzdem, weil das negative Gefühl weg ist, dann lade ich Sie ein, schauen Sie sich hier auf der Website um oder schreiben Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns an oder wir rufen Sie an oder Sie bewerben sich auf einen der kommenden Ausbildungsgänge. Ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in Zukunft einfach mal persönlich kennenlernen. Vielen Dank.